benutzen, glaube ich, um genau diesen Schwertkämpfer platt zu machen. Damit es mir ihn um das Katapult zu zerstören. Mit dem Reiter kümmern wir uns um ihn oder um ihn. Ich glaube, er könnte mehr Schaden zufügen in der nächsten Runde. Dann soll unser Armbrustschütze schauen, dass er den Bogenschützen schon mal schwächt. Du kannst ihn nicht angreifen, du hast gerade. Du gehst aber eins weiter hoch. Ach, unsere großen Generäle können wir auch mal wieder einsetzen. Zwei hier hin. Du hast gegen ihn zwar eine gute Chance, bist dann aber. Ah, nee, nicht angreifbar in der nächsten Runde. Also nur wenn du gewinnst. Du stellst dich vor die Tore Londons. Du auch. Du sowieso. Très bien. Und du gehst hier hin. Ja doch, hier. Dann haben die beiden hier, glaube ich, auch noch einen Kampfbonus. Ich sehe ja schon, London wird in naher Zukunft uns wieder gehören. So braucht es in der nächsten Runde weniger Fahrbewegungspunkte. Produktion wählen wir, entscheiden uns für noch mehr Ballisten. Sehr schön, unser Ritter hat überlebt. Sie haben die erste Runde. Niemand von uns töten können, das ist sehr schön. Du bekommst die Promotion Schock auf offenem Geländefeld, glaube ich. Oder doch lieber heilen. Du bist so tief im Feindesgebiet, dass sie dass wir lieber auf Nummer sicher gehen und dich heilen lassen. Du kannst niemanden angreifen, dann heile doch einfach. Du folgst den Truppen an die Front. Jetzt ist die Frage, den gewinnt man nicht, den aber können wir nicht und den gewinnen wir auf jeden Fall. Du kümmerst, wirst ihn wahrscheinlich sofort umbringen können und Insta-Kills sind immer gut. Du hast sehr, sehr gute Chance gegen ihn. Du bist mir zu wertvoll, du gehst zurück. Nee. Ja, geh doch hier hin und plündere mal. Wir haben schon lange nicht geplündert. Aber andererseits plündern wir unsere zukünftigen eigenen Ressourcen. Der große General! Sehr schön. Und wir haben selbst einen. Schicken ihn hierher. Ja, der dürfte sicher sein. Du gehst hier hin. Ah, aber nur, wenn du dabei bist. Du positionierst dich hier. Und du kannst noch einen Schritt vorgehen. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Wen können wir... Ah ja, mach doch gegen Städte ist, glaube ich, besser. Dann heilst du hier, du bist in der nächsten Runde nicht von ihm angreifbar, das ist sehr schön. Wir können ihn zum Tribok modernisieren. Ich glaube, das mache ich auch. Genauso wie mit dir. Nächste Runde. Und du heilst weiter. Und du heilst erstmal überhaupt. So.
dich bewegen wir erst gar nicht. Dir geben wir diesen Bonus. Wir hätten uns auch für Städte entscheiden können, aber für die Städte haben wir ja da die Trieböcke. Triebbox, keine Ahnung. Ich glaube, es ist an der Zeit, London anzugreifen, auch wenn wir gar keine Fernwaffeneinheiten, wenn wir Fernwaffeneinheiten technisch gerade gar keine Unterstützung haben. Wir gehen hier hin. Du kommst mit. Dann kannst du hier. So, jetzt haben wir auch wirklich jedes Geländefeld um London umstellt. Du machst nichts, dann dürftest du in der nächsten Runde dazu fähig sein, bei voller Heilungsstärke da zu kämpfen. Ah, sie haben eine Einheit von uns zwar zerstört, aber es hat sie alle Kraft der Welt gekostet. Oh oh, die Inder kommen mit Kriegselefanten, das gefällt mir so gar nicht. Den gewinnen wir, nehmen wir auch mit. Piu, knapp war's. Aber hier sind wir auch sicher. Genau, die Inder, so. Einmal. Wir kaufen uns einen Pikenier, wenn möglich. Und Stadtmauern wären auch nicht verkehrt. Aber wo bekomme ich das ganze Geld her? Ich bin ja mit jedem im Krieg, außer meinen ehemaligen Kriegsgegner. Weil mal die Polynesier dürften ja Interesse an haben, mit uns Frieden zu schließen. Haben sie aber nicht. 3 Runden bis zur Legion. 5 Runden bis zum Beginn hier für alle. No, das gefällt mir gar nicht. No me gusta. Kaufspeer, nee. Wie wär's denn, wenn wir auf den Produktionsfokus gehen? Wie lange dauert da noch der Legionär? Aber der Legionär bringt uns ja nicht viel gegen die Kriegselefanten. Aber die 2 Runden, da warten wir jetzt nicht. Nahrungsfokus, wie lange wird es dann dauern? Auch 63 Runden, seltsam. Gold, Quatsch, Produktionsfokus. Nee, lieber Legion, als jetzt noch irgendwie länger auf den Pikenier zu warten. Im Notfall holen wir uns eben Neapolis zurück. So, wie wir es jetzt mit London gemacht haben. Wie sieht es mit den Triebbockenballisten aus? Die brauchen noch. Aber er kann, glaube ich, schon mal hierher positionieren. Und nicht angreifen, schade. Lass ihn doch auf die andere Seite gehen. Eigentlich, wenn hier der Krieg vorbei ist, runterhuschen nach Neapolis. Und note to myself, ich sollte endlich diese Straße bauen. Das machst du jetzt. Und wer noch? Warum steht hier ein Legionär, den wir noch nicht benennen? Ist aber auch nicht verkehrt. Braucht 3 Runden, bis er hier ist. Du bombardierst London. Oder auch nicht. Na, musst du nicht. Mach mal Pause, wie es dir gefällt. Das hier ist Ebene, da müsste er doch von hier, kann aber nicht hin. Das hier ist Grasland, da müsste er eigentlich von hier angreifen können, ja. Gut, und los geht's.
gehst. Hier hin. Du bleibst. Du bleibst. Du greifst auch noch an. Auch wenn du beim Fluss musst und nicht der Stärkste bist. Nächste Runde. Vier fucking Kriegselefanten. Bauen eine Straße. Gegenstädte, Fernangriff, landen. Der Pikenier kann in Neapolis später verteidigen und dafür braucht er Hügel oder... Naja. So. Du siehst gar nicht gesund aus. Warte kurz, bis wir die Stadt eingenommen haben, dann kannst du rein und dich heilen. Wir nehmen mit dir die Stadt ein. Marionette erstellen, statt annektieren. Bis eben habt ihr auch uns gehört. So, du kämpfst nicht. Du wechselst mit ihm die Position. Du kämpfst auch nicht. Du kannst mit ihm die Position wechseln. Und mit ihm. Ihr reitet geschwind nach Neapolis. Wobei ich glaube, dass Kriegselefanten auch einen Bonus gegen berittene Einheiten haben. Aber was soll ich jetzt anderes machen? Sechs Runden, Alter. Ja, du bleibst halt hier und heilst dann irgendwann. Und du gibst ihm... Ah, nee, was? Ja. Du gehst in die Stadt, dann bist du sicher. Du am liebsten auch, aber kannst du ja jetzt nicht.